Und bei der Kunst bleiben wir noch ein bisschen. Bei mir zu Gast im Studio ist jetzt Annalena Meyer vom Team des Projektes Sofabühne. Hallo Frau Meyer. Hallo. Das Projekt Sofabühne, das wird ja keine Ausstellung von Polstergarnituren sein. Was verbirgt sich dahinter? Hinter der Sofabühne verbirgt sich eine Veranstaltungsreihe, die wir Sofabühne nennen, bei denen wir jungen Künstlern aus der Region Hannover und Umgebung eine Bühne bieten. Also für Künstler eine schöne Sache. Wie entstand denn die Idee dazu? Die Idee entstand aus einem Projekt, das eine Kooperation der Universität Hildesheim in Kooperation mit dem Pavillon Hannover. Ja, und in einem Seminar ist dazu die erste Veranstaltungsreihe letztes Jahr entstanden. Und wir haben uns zusammengeschlossen und machen das ganze Jahr über jetzt die Sofabühne. Jetzt haben Sie es gerade schon kurz angedeutet, es soll für junge Künstler sein, aber was soll denn genau damit erreicht werden? Genau, wir sind eine Bühne für Newcomer und wünschen uns jungen Leuten, die gerne den Weg in den Kulturbetrieb finden möchten, eine Bühne zu bieten. Wir möchten ein Netzwerk schaffen in Hannover und Hildesheim und der Region und bieten deswegen jungen Menschen eine Bühne, um aufzutreten. Jetzt muss das ja irgendwie organisiert werden. Wer verbirgt sich denn hinter dem Projekt? Genau, hinter dem Projekt verbirgen sich 9 Studenten, alle aus dem Fachbereich Kulturwissenschaften und wir organisieren ganz alleine in Kooperation mit dem Pavillon die Veranstaltung. Und wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie läuft das ab? Ich bewerbe mich oder ja, wie komme ich Genau, dazu? Sie bewerben sich bei uns auf der Homepage unter www.sofabühne.de noch bis zum 1. März. Dort finden Sie ein Anmeldeformular, das füllen Sie aus und schicken an uns. Und dann setzt sich das Team zusammen und entwickelt ein gutes Konzept, wie wir den Abend füllen können. Und mit Chance sind Sie dann dabei und können auftreten. Und was fällt alles noch bei Kunst unter bei der Sofabühne? Welche Bereiche werden sozusagen abgedeckt? Also wir decken alle Bereiche ab. Das kann sein, dass Sie im Bereich Ballett sind oder im Bereich Tanz oder im Bereich Kunst, Theater, Comedy. Sie können Ihre Gedichte vorlesen, Sie können Ihre Kunst ausstellen, Ihre Mode. Wir sind für alle Bereiche offen. Alle Genres wollen wir gerne ansprechen. Okay, jetzt haben Sie es vorhin schon mal gesagt. Man kann sich bewerben, noch sind auch Plätze frei sozusagen. Wann ist denn der nächste Termin? Die nächste Sofabühne ist am 22. März ab 17 Uhr im Pavillon Hannover. Dann kann man nur sagen, für alle jungen Künstler, fleißig bewerben, dann sind Sie vielleicht auch bald auf der Sofabühne zu sehen. Ich bedanke mich bei Annalena Meyer für das Vielen Gespräch. Dank. Vielen Dank.